Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC gegen den 1. FC Heidenheim. Endstand 0:0. Erste Hälfte war es zwischen beiden Mannschaften ein relativ ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel. Insgesamt entwickelte sich ein Spiel mit wenigen Torchancen. Beide Abwehrreihen waren relativ sicher und robust. Der KSC präsentierte sich sehr kampfstark mit der einen oder anderen Aktion nach vorne. Aber es fielen in der ersten Halbzeit keine Tore. Zweite Hälfte hatte der KSC mehr Ballbesitz. Auch die eine oder andere Aktion, jedoch fehlte oftmals der letzte Pass, die letzte Genauigkeit. In der 61. Minute wurde ein Tor von Heidenheim wegen Abseits nicht anerkannt. Der Karlsruher SC drückte, aber schaffte es nicht, sich glasklare Torchancen herauszuspielen. In der Schlussphase hatte Heidenheim noch eine gute Gelegenheit, aber KSC-Torhüter Marius Gersbeck parierte glänzend. Somit blieb es am Ende beim leistungsgerechten 0:0. Fazit: Ein Punkt gegen Heidenheim, damit kann der Karlsruher SC zufrieden sein und setzte seinen positiven Lauf fort. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.